Hallo ihr Lieben, ich dachte mir, ich mache mal wieder ein Video. Also mein letztes war ja vor Sendestart von Transgender und jetzt mache ich mal eins nach der Ausstrahlung von Transgender. Zuerst einmal zum Format. Ich muss schon sagen, dass ich sehr zufrieden damit bin, wie die Sendung war. Also die haben mich voll so gezeigt, wie ich auch wirklich bin. Also meine Aussagen nicht verfälscht, also das, was ihr gesehen habt, bin wirklich ich. Und dann zu dem Treffen mit Mirka und Betty, weil da viele auch nachfragen. Mit Betty bin ich nicht so viel in Kontakt, wenn schreiben wir uns mal eine Nachricht bei Facebook. Aber mit Mirka hat sich dann eine echte Freundschaft draus entwickelt, also wir telefonieren jeden Abend. Ja, wir haben uns auch schon privat getroffen und ich bin wirklich glücklich, dass ich sie habe, muss ich schon sagen. Ja, ihr werdet mich auch im Fernsehen wiedersehen, also ich darf da noch nichts sagen, aber ich komme wieder zurück. Das hat aber jetzt nichts mit der zweiten Staffel von Transgender zu tun, dazu weiß ich selbst noch nichts. Das ist ein komplett anderes Format, was ich da machen werde, beziehungsweise in einem Format zu sehen sein werde. Ja, es war natürlich eine aufregende Zeit die letzten Wochen, also gerade wo ich dann der Bravo war, in Tageszeitungen. Ich habe Interviews für verschiedene Internetmagazine gegeben. Und dann die Ausstrahlung, dann schaltet man den Fernseher, also sieht sich plötzlich in der Werbung oder bei RTL 2 Spezielles Magazin kommt plötzlich ein Beitrag, wo man gar nicht mit gerechnet hätte. Und das ist schon, boah, das war schon sehr, sehr aufregend für mich. Und es ist auch irgendwie spannend, dass es jetzt so langsam vorbei ist und wieder alles so normal wird. Aber ich wollte mich ganz herzlich bedanken für die ganzen Mails, die ich bekommen habe. Das war wirklich, ja, wirklich sehr aufbauend. Das hat mich mit sehr viel Freude umgarnt. Weil sowas, wer hat jemand vorher solche Nachrichten geschrieben? Mit viel Bewunderung, Fragen. Und da wird auch gesagt, dass ich ein Vorbild bin. Und das ist so, damit hätte ich nie gerechnet. Und ich versuche immer auf alle Fragen zu antworten, aber manchmal vergesse ich es einfach. Tut mir leid, dann müsst ihr einfach nochmal schreiben, dass ich das dann sehe, weil manchmal lese ich das und dann vergesse ich darauf zu antworten. Das passiert leider sehr oft. Ja, ich wollte jetzt auch kein langes Video machen und euch damit nerven. Ja, ich wollte einfach nur Danke sagen und ich hoffe, wir bleiben über Facebook trotzdem weiter in Kontakt. Wir hören uns.